Ach, dieses. Ach, nicht so mit Ranken. Mann, Leute. Lasst doch die Ranken sein. Ja! Oh! Aha. Hey, hey. Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Der Lagerhaus von YouTube. Von Lagerhaus. Ein normales Level mit 10 roten Münzen und 2 Checkpoints. Rote Münzen sind wichtig oder sind Voraussetzung. Versuche 10 erfolgreich. 417 gab es. Eine Abschlussrate von 2,39%. 86 Leute haben es gespielt. 15 Herzen hat es bekommen. Es ist ein Lagerhaus-Level, also ich werde da mal wieder den Timer starten. So. Erstmal da oben 50er, ist schon mal schön. Wie soll ich da hochkommen? Die Antwort finden Sie in der Tür. Nummer 1. Oder 2. Oh, schön. Oh, komm. Ah, okay, da kommt man runter, ich wollte gerade sagen. Wow. Wow, 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 wow. Ach, dieses... Ach, nicht so mit Ranken. Mann, Leute. Lasst doch die Ranken sein. Uff. Aber gut. Die Leute lieben Ranken. Wow. Dass ich so gut jetzt gerade mit der Ranke klarkomme, wundert mich jetzt gerade selber. Oh, shit. Es gibt einen Yoshi. Ja. Wow. Dass Yoshi hier nicht durchbeißen kann, ne? Komm. What? Wie soll ich denn das machen? Oh nein. Okay. So. So kann man das machen. Und wenn man Yoshi jetzt hier verloren hat. Dann hat man... Arschkarte. Oder auch nicht. War jetzt hier keine rote Münze? Okay. Oh, Lagerhaus. Das ist aber auch böse, ne? Das muss man erstmal wissen. Ja.
Ja. Wo habe ich denn jetzt die eine Münze übersehen? Wo habe ich denn jetzt die eine Münze übersehen? Ich weiß nicht, wo ich jetzt die Münze übersehen haben soll. Hab ich denn... Okay, aber spätestens hier weiß man dann, dass er hier einen Schlüssel versteckt haben muss, wenn ich jetzt nicht irgendwo die Münze übersehen habe. Also wenn ich jetzt wirklich nicht so bescheuert bin... Weil man muss es ab einem Checkpoint immer schaffen. Ah, verdammt. Kommt runter, kommt. Runter, komm, 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 komm. So. Und da jetzt... Ah, shit. Also Lagerhaus, du hast hier irgendwo dir einen kleinen... geheimes Versteck gebastelt. Die letzte Münze, weil man... Ja gut, ich könnte mit dem Yoshi wieder runterkommen. Ich weiß nicht, ob er darauf Lust hatte. Weil das ist ja dann auch noch die Sache. Hat man wirklich Lust darauf, den ganzen Weg nochmal runterzugehen? Nein, 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 nein. Wow. Das heißt, er hat sich hier irgendwo einen versteckt. Oh nein. Nein, 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 Yoshi. Kommt. Oh. Okay. Wo hast du ihn? Ah, shit. Oh, ich habe immer so ein Glück mit dem Yoshi. Wo hat er ihn? Irgendwo muss er ihn haben. Wo hast du ihn versteckt, Lagerhaus? Und den musst du versteckt haben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den ganzen Weg da runtergerannt bist. Ich gucke. Weil hier fehlt mir jetzt eine Münze. Okay. Gut. Ich gucke jetzt, ob ich damit runterkomme. Weil er musste den Weg ja dann auch runtergehen. Der Yoshi wird sofort runtergeschmissen, sobald ich da irgendwie die erste Stufe runtergehe. Spätestens hier muss ja Yoshi wieder rauf. Wenn man die jetzt alle kaputt macht, kommt man eh nicht mehr zurück. Aber gut, ich prüfe jetzt alles hier nach. Wo hast du dir dein Backup gemacht? So. Wenn man jetzt wieder zurückgeht, sind die ganzen Gegner ja eigentlich alle wieder da. Aber ich muss hochkommen, ohne den Yoshi zu verlieren. Und das ist jetzt das, was mich nämlich wundert. Ist das möglich? Okay, bis dahin ist es schon mal möglich. Und hier wird es dann nämlich unfair. Ah. Okay. Ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, weil ich glaube... Also ich bin ganz ehrlich, Lagos, du kannst wirklich schreiben, ob du da irgendwo eine Safe Key reingepackt hast. Weil das würde dann auch erklären, warum der Weltrekord so lange dauert. Na komm. Hier ganz schnell hoch.
Okay. Oh, warum? Warum immer der? Ja, und schon tot. Okay. Nein, 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 nein. Komm runter, komm. Komm runter, los. Alle 5 Kubus, ne? Ja. So. 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 Und so. Der Rest ist jetzt relativ ja, nervig, aber ja, du hast es mit einem Pfeil gekennzeichnet, aber ich bin jetzt kein großer Fan davon gewesen, sagen wir es mal so. Tja, das ist halt auch wieder nur für Leute, die sowas wissen, dass sowas geht. Dem Checkpoint ist klar. Ah, hier kommt es wieder mit einem Yoshi, ne? Ist klar. Da. Ja, geil. Ja. Nein, 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 nein. Also. Wow, ich hasse Coin Trails. Alter. Und dann hier nicht mal mehr irgendwelche. Hinten leben? Nein. Gut, abgeschlossen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es noch schaffe. Also ich glaube, du hast dir da irgendwo einen echten geheimen Schlüssel versteckt, weil ein Key Death ist jetzt zwar in der Form nur durch Time-Up möglich, was dann wirklich sau ungünstig wäre, weil derjenige komplett den ganzen Weg zurückgeht und wieder vorgeht, aber das heißt trotzdem, du müsstest es ab dem zweiten Checkpoint alle Münzen dir holen. Und das glaube ich wirklich bei weitem nicht, dass du das gemacht hast. Deswegen ist meine feste Vermutung, dass du dort entsprechend irgendwo dir einen Schlüssel versteckt hast. Es ist jetzt nicht schlimm, wie gesagt.
Ich kann es einerseits nachvollziehen, aber andererseits macht es natürlich das Level für die anderen Spieler ein bisschen schwerer, wenn du dann dir einfach sagst, ja, okay, gut, die Münze lasse ich jetzt, ich hole mir jetzt den ganzen Rest, ja, weil die sieht man da oben. Selbst wenn du da einen Pfeil hingemacht hast, ja, nicht jeder weiß in dem Augenblick, ey, das reicht von den Wandsprüngen her. Trotz alledem sage ich danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor, haut rein. Tschö, tschö.